Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ist das Spiel laut genug? Ja, und wir gehen mal ganz schnell hier rein. Und wir werden wahrscheinlich gleich mit Tali sprechen. Obwohl, ist das Spiel wirklich laut genug? Ich muss mal wirklich nachgucken. Das ist echt leise gerade. Hat es wieder umgestellt? Ich frage mich gerade. Dauert ein paar Sekunden. Hat er. Lustig, hat er beim letzten Mal nicht gemacht. Ja, deutlich besser. So, und jetzt reden wir, glaube ich, mit Tali. Sie wurden angegriffen. Das ist quarianische Architektur. Oder was davon übrig ist. Boah. Was interessiert uns das? Wer beschließt, hierher zu kommen, ist auf sich gestellt. Also nicht unbedingt. Grunt. Sie sind nicht unbedingt auf sich allein gestellt. Tali. Oh no, okay. Noch besser. Damit lässt sich was anfangen. Sturmgewehrschaden. Hey. Ja, stimmt ja. Wir gelten ja als tot. Tali Solar in Basislager. Hallo? Ist da jemand? Tali, hier spricht Shepard. Tut mir leid, aber alle hier sind tot. Die Überlebenden müssen sich zurückgezogen haben. Wir wussten, dass diese Mission sehr riskant war. Verdammt. Und was tun Sie hier, Shepard? Wir sind mitten im Gebiet der Geth. Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte, und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Was für Forschungsdaten haben Sie gesucht? Es geht um die Sonne dieser Welt. Sie altert schneller, als sie sollte. Ich erzähle Ihnen mehr darüber, sobald weniger Geth auf uns schießen. Ich finde es ja auch sehr interessant. Das ist eigentlich die Heimatwelt der Quarianer. Aber sie sagen dieser Welt, nicht unserer Welt. Würde es helfen, wenn ich die Normen die herhole? Ich bezweifle es. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Ist noch jemand bei Ihnen oder sind Sie allein? Eine Gruppe von Readers Marines hat mir Feuerschutz gegeben, als ich zum Observatorium gelaufen bin. Einige von ihnen müssten noch am Leben sein. Ich kann hören, wie sie draußen auf die Geth schießen. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Gut. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Okay. Auch wenn ich den Kerl nicht wirklich ausstehen kann. Aber naja. Ich kann ja mal gucken, ob ich die. Sie haben uns gesehen. Die Drohnen verfügen über eine optische Tarnungstechnologie. Nee, wirklich. Shit. Mit dem ist natürlich nicht zu spaßen. Scheiße. Kleinen Thron aus zu unternehmen. Die schon aus dem Weg sind. Zack. Einer der Kommandanten schon mal ausgeschaltet. Ich sag einer der, weil ich wetten könnte, hier sind noch mehr. Gebaut. Einer kann gehen, Frieden. Sauberer Kill. Nichts, Körner.
laufen, laufen. Au. Will Aufklärungsdrohne. Salut. Einen ausgeschaltet. Sauberer Kill. Was das? Bitte. Nach dem Geräusch würde ich sagen, nein. Außer es waren natürlich die Schilde von einem unserer Mitglieder, die sich regeneriert haben. Dann sollten wir sicher sein. Dann kommen wir nicht rüber. Und weiter geht's. Nein, das kann ich nicht glauben. ...6000 Credits verloren mit diesem blöden... Entdeckung. Topführer Call Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin, da drüben. Die Geth haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Geth brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Die Geth haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wie schlimm ist der Schaden an Ihrem Anzug? Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Vielleicht erwischen mich die Gäste. Aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man ordentlich Schaden anrichten. Aber keiner von meinen Männern ist an den Geth vorbeigekommen. In der Mitte gibt's Deckung. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schussfeld. Und die Geth können von beiden Seiten angreifen. Links haben sie Deckung vor dem Koloss. Dafür haben die Geth freies Schussfeld auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Hm. Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Wir wissen schon, mit Insektenbissen umbringen. Aber das Reparaturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst in Stand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran, an der Deckung da vorbei. Okay. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm da den Rest geben. Sie haben schon genug getan, Rieger. Sie müssen nicht Ihr Leben wegwerfen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus! Ich stehe nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls die Verstärkung kriegen. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila Selai! Feindbeschuss! Ja, Grunge. Sehr gut.
Genau das, was wir nicht machen wollen, ne? Auch Geth kann man schön mettern, was ich lustig finde. Meine Lieblings-Angriffsart in diesem Spiel. Schmettern. Puh, das war knapp. Jetzt darf ich aber gegen diese Geth-Armee kämpfen. Einer gefallen. Ja, jetzt sollte das effektiv sein. Schön ist unten geht zum Ozean. So. Erstmal in Deckung gehen. Komm schon. Einen ausgeschaltet. So, ist da noch irgendjemand? Das Grunt. Ich finde es ziemlich gut, dass wir hier woher schießen die? Daher. Boah, der Kolossus hat Schilde. So. Schießen. Nachladen, Deckung bleiben, schießen, nachladen, schießen. So. Nochmal. Nochmal. Und jetzt ein paar Schüsse. Tada. Sekunde, ich habe die Tür verschlossen, damit nicht noch mehr Geth reinkommen. So, das müsste es gewesen sein. Puh. Ich hoffe, dass das war. Ein bisschen Iridium können wir hier noch finden anscheinend. Niemand, das war mal ein iridiumreicher Planet oder ist. Doch existiert der Planet ja noch. Nur nicht im Optimalzustand für Leben. Ja, die Sonne. So, wollen wir doch nochmal mit ihm reden? Gute Arbeit! Jetzt zu Tali! Bin gleich bei Ihnen. Gut. Wenn du meinst. Dann jetzt dieses Mal wirklich mit Tali reden. Tali. Hm.
nur schnell diesen Download beenden. Okay. Du meinst? Irgendwas Interessantes hier noch von mir? Danke, Shepard. Ohne Sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich Ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Informationen hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass sie wissen, was das Beste ist. Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde. Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Haystrom's Sonne wird instabil. Zur Zeit der Quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Haystrom's Sonne ist dafür viel zu jung. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Riga, Sie haben es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Die Normandy kann sie von mir wegbringen, wenn sie möchten, Riga. Die Geth haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Gut. Tempest kriegt Sturmgewehrschaden, schwere Pistolenschaden, Credits und Iridium. Na super. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, das ist noch die 50. Folge Mass Effect oder die 51. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil sein. Ich kenne sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn's hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Talisora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte, tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Ich bin auf dem Maschinendeck, wenn Sie mich brauchen. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Okay. Tür auf, los. Das heißt, wir werden gleich, glaube ich, nochmal in den Maschinenraum gehen dürfen. Und dann einmal nach irgendwelchen Upgrades zu fragen, die sie vielleicht für uns hat. Wäre nämlich ganz gut. Das können wir eigentlich noch gebrauchen. Jetzt jede Menge Upgrades gekriegt. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke, Wolframmantel. Okay.
Kinetischer Pulsar. Und Titanpulsar. Okay. Ungelesene Nachrichten. Okay. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit ihrer Freundin Tali. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psychoreport erwartet hatte. Ich mag sie. Es ist gut, sie im Team zu haben. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so kalt ist. Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen ihres Immunsystems sind sie darin gefangen. Ich frage mich, wie sie wohl unter ihren Helmen aussehen oder wie sich ihre Haut anfühlt. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Okay. Das wäre alles. Passen Sie auf sich auf. Sehr interessant. Fragezeichen. Hier sollte sie, genau. Shepard! Was kann ich für Sie tun? Norman Upgrade. Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandie gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Absolut. Mit den richtigen Teilen kann ich unsere Schilde verstärken. Die Kollektoren haben die Barrieren der Normandie beim letzten Mal fast sofort durchdrungen. Mit meinen Upgrades haben wir vielleicht bessere Chancen. Schiffverbesserung. Multiple Schilde. Yes. Die neuen Verstärkungen für die Panzerung haben die gravimetrischen Profile über den Haufen gebracht. Ups, stimmt ja, sie müssen alles. Die dürfen ja jedes Mal alles neu kalibrieren, wenn wir irgendein Upgrade machen. Naja. Und damit war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.